Kekse. Guten Morgen, ja, ich lebe noch und ich bin wieder zurück. Ab jetzt kommen öfter Videos von mir, ab jetzt soll auch alles ein bisschen anders werden. Ich werde jetzt nicht so viel labern, auf jeden Fall steht heute ein bisschen was an. Ich treffe einen veganen Koch, dann geht's heute Abend zu Kaufland, da kaufen wir ein. Ist ziemlich günstig, warum, erkläre ich euch alles dann später. Und auf Instagram werde ich heute, also das war jetzt, wenn das Video jetzt hochgeladen wird, vor 2 Tagen oder so, heute ist Samstag, der 10.12., werde ich ein Giveaway von Litzer werde ich starten als Danke an euch für 6.000 Abonnenten. Absoluter Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht. Ich habe mich damals gefreut, 300 zu haben. Deswegen gibt es ein Giveaway, das wird bis zum 18. oder 19. würde ich mal sagen, so dass ihr das vor Weihnachten, vor Heiligabend noch bekommt, das Paket. Und dann geht's ab in den Tag. So, jetzt kann ich mal meine neue Technik ausprobieren. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft und ein neues Objektiv. Was genau, verlinke ich euch unten in der Infobox. Auf jeden Fall, dass jetzt mehr drauf passt. Ich laufe jetzt gerade zur S-Bahn. Jetzt geht's den veganen Koch treffen. Ich verrate euch ja noch nicht, wer das ist. Und zwar ist das, treffen wir uns in der Bar Chaos-Theorie. Das ist eine vegane Bar. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, Prenzlauer Berg ist oder so ist die. Mal gucken. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt muss ich das bloß noch suchen, die Chaos-Theorie. Ich glaube, da vorne irgendwo links, dann werde ich schon finden. Was ich ganz vergessen habe, ich habe die letzten Monate ja wirklich nichts auf YouTube gemacht und trotzdem habe ich die 1000 Abonnenten geknackt. Dafür bedanke ich mich bei euch. Absolut geil. Was mich aber interessieren würde, dadurch, dass ich ja nicht aktiv war, wie ihr mich gefunden habt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ich würde mal sagen, ich habe es gefunden. Gucken wir mal, unser Koch schon da ist. Hey, Stefan, grüß dich. Hi. Test, test, test. Also, wir sind jetzt raus aus der Chaos-Theorie, weil, nicht weil es uns da nicht gefallen hat, sondern es war zu dunkel. Beim Interview, ihr hättet uns einfach nicht gesehen. Ja. Und vielleicht kennt ja der eine oder andere ihn. Ich habe ja den Namen noch nicht verraten. Das habe ich noch geheim gehalten. Ja, voll spannend. Wenn ihr nicht kennt, könnt ihr mal raten, wie er heißt. So, ja, wir suchen jetzt nach irgendeiner Location, fängt wo man... Fängt mit K an und hört mit Öchelt auf, ja? Oder wie sagt genau, man jetzt? Genau, fängt mit K an, hört mit Öchelt auf. Wir suchen uns jetzt irgendwas, wo wir uns reinsetzen können, damit wir das Interview machen können, wo es hell genug ist und wo es auch warm Hast ist. Hast du schon gesagt, wo wir vorher waren? Chaos-Theorie, ja? Ja, zwei Berliner irren durch Berlin. Hier ist das Vego, da müsst ihr echt richtig geil. Die haben super leckere Burger. Wir haben jetzt ein Lokal gefunden. Hum Restaurant, vietnamesisch vegan. Robert kennt die. Hallo. Hum, Hum Cuisine, ne, Stefan? Hum Restaurant. Cuisine. Hum Restaurant stand, glaube ich, außen. Ne? Aber Cuisine heißt. Cuisine? Hm, Cuisine. Okay. Wie gerade schon erwähnt, wir sind hier im Hum. Die haben extra für uns aufgemacht. Wir werden jetzt hier auch heimlich beobachtet, ob wir nichts falsch machen. Ihr habt ihn ja gerade schon gesehen. Das ist Robert Löchelt, ein veganer Koch. Ich kenne ja Roberts Geschichte schon so grob ein bisschen, aber es ist echt krass, was er hinter sich hat. Das ist im Endeffekt, kann man so sagen, vom Rollstuhl zurück ins Leben bist du gekommen, ne? Und ich bitte dich einfach mal ein bisschen was zu erzählen über dich, so eine grobe Geschichte. Alles klar, danke dir. Erstmal danke, dass wir hier ein Interview machen, ja, finde ich cool. Und danke nochmal an das Hum Cuisine. Ja, echt. Mega geil. Der Name wird jetzt ständig gesagt, genau, nur damit wir das wieder gut machen können, dass wir hier rein dürfen. Ja, ich bin der Robert Löchelt, hat ja Stefan schon gesagt. Bin 30 Jahre alt, ernähre mich seit 2010 vegan. Bin halt wirklich aus stark gesundheitlichen Gründen zu der Ernährung gekommen. Vom Rollstuhl zurück ins Leben ist eigentlich auch meine Message, die ich so rausbringen will, auch um Leuten wirklich Mut zu machen. Ja. Bei mir war es so, ich habe quasi eine ganz, ganz schlimme Rheumakrankheit. Also laut Schulmedizin, ja, also Rheuma, Adulta Morbus Still, quasi permanente Deformierung der Gelenke, schwere Hautgeschichten, Cortisonvergiftung, Allergien an Lebensmittelallergien, weil ich mir durch die Cortisonvergiftung meinen Darm komplett kaputt gemacht habe. Das Cortison ist das Dreckszeug, echt. Psychiatrien, unendlich viele Charité, Krankenhausaufenthalte.
Also das volle Programm im Endeffekt. Ne? Aber also richtig heavy, ja, ja. Und zweimal nichts ausgelassen. Zweimal eine Nahtoderfahrung gemacht, weil ich so eine Schmerzen hatte, dass ich mich nicht mehr wiedergefunden habe. Ich bin einfach ein lebendiges Beispiel dafür, dass man viel Lebensqualität aus seinem Leben rausnehmen kann. Was kann ich heute alles wieder machen? Ich kann Kraftsport machen, ich bin total durchtrainiert, muskulös, ich kann, habe meinen größten... Das ist ein richtiges Viech, sage ich. Ich habe meinen größten Kindheitstraum wieder erfüllt, und zwar Fußball spielen, ja. Und ich spiele richtig hardcore in der Halle, einmal die Woche, ja, mit Erwachsenen, wo ich mich auch mit auch so jungen und fitten Leuten gar nicht im Leben hatte. Da muss ich nicht, da bin ich so fit geworden, die letzten 2 Jahre vor allem, da ich meinen Tagesablauf so optimiert und Nahrungsergänzung und Smoothie und vegane, biologische Ernährung und vieles, vieles mehr. Ich meditiere auch, ja, mache auch Yoga, beschäftige mich einfach mit ein bisschen Umdenken. Ja, dann nicht nur die Ernährung ist wichtig, genau, sondern auch das Mentale, ja, einfach. Ne? Also alle, ja, äußeren Einflüsse sind für die Gesundheit wichtig, und voll, das ist alles. Von mir aus muss nicht jeder meditieren, aber für mich war der Schlüssel. Ich sag mal, wichtig ist immer, dass man im Leben alles freiwillig macht. Also ja, im Endeffekt eigentlich, ja, Yoga ist ja, geht ja auch so in die Richtung Meditation, ja, ja, und das machen ja viele. Also das kommt stark in Trend im Endeffekt. Also das war der Trick an diesen ganzen, ich sage jetzt mal, esoterischen Dingen ist, ja, wo viele ein Urteil darüber haben. Eigentlich, man kann sie auch andere suchen. Ja? Eigentlich geht es immer nur im Leben darum, finde raus, was kostet dir Energie, und finde raus, was bringt dir Energie, und finde raus, und das ist meistens ganz anders, als man vom Verstand her denkt, finde einfach raus und mache das, was dir Spaß macht. Und sobald man auf etwas verzichtet und das Gefühl hat, man verzichtet, also man macht etwas mit Zwang, gegen Jahre so, und ich habe nur viele Jahre nicht getraut, darüber zu sprechen, wie locker ich jetzt darüber rede, mich wundert selber, aber ich merke einfach, ich muss das machen. Ja? Das tut ist einfach gut, ne? Ein inneres Guttun, und ich weiß, dass es vielen Menschen genauso geht, die eine niedrige Lebensqualität haben und wissen gar nicht warum. Wenn du deinen Körper unterstützt, ohne Ende, mit der besten Ernährung, sag ich mal, ja. Die Natur bietet einem alles, ja. Du brauchst zum Beispiel, nimmst du einen psychisch Kranken, der nur drin ist, am Computer, der total vielleicht ein Burnout, den setzt du 2 Wochen ans Meer in eine Sonne, ohne irgendwelche digitalen Dinge, ja. Klar, Essen und Trinken muss er haben, aber du kannst zusehen, wie der heilt. Ich hatte auch ganz schlimmer Heuschnupfen, aber wie ist mein Heuschnupfen weggegangen als Jugendlicher? Der ist dadurch weggegangen, als ich mich wieder in die Natur bewegt habe. Ja. Okay, ich denke mal, das war's dann. Wir haben jetzt, glaube ich, genug, lang genug gequatscht. Ne? Jetzt wird's auch dunkel, jetzt gehen wir langsam los. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Also danke wirklich, dir auch. War ein super geiles Gespräch, hat echt Spaß gemacht. Verfolgt ihn, ich verlinke es euch unten, aber du möchtest das bestimmt auch nochmal sagen, denke ich mal, wo man dich jetzt antreffen kann, im Internet, auf den Social Media Kanälen, wie du da heißt. Gerne, danke. Ja, auf jeden Fall, also Robert Löchelt, einfach bei Facebook eingeben, ja. Robert Köchelt Vegan TV bei Facebook ist meine Aktionsseite. Der Löchelt köchelt. Genau. Da kommen auch ab und zu Kommentare nach. Robert, was hast du heute wieder geköchelt? Kam auch schon ein paar Mal auf, sehr witzig. Ja, Instagram heiße ich Robert_Loechelt, ja, also Löchelt. Genau, und da mache ich auch immer wieder Instagram-Story. Könnt ihr mal verfolgen, was ich so mache und so. Und da zeige ich auch, was ich für verschiedene Supplements nehme und so. Ne? Und ansonsten, ja, das war's, glaube ich, schon. Okay. Wunderbar, dann danke ich dir, war echt geil. Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich stehe jetzt an der S-Bahn-Station. Ich habe jetzt Robert verabschiedet. Wir sind jetzt aus dem Lokal draußen. Absolut Wahnsinn, die haben uns da wirklich reingelassen, obwohl sie noch nicht mal offen hatten. Ich warte jetzt auf meine S-Bahn, dann geht's nach Hause und dann geht's zur Kaufland. So, seit ich jetzt zu Hause bin, ist nichts mehr Großartiges passiert. Jetzt ist es 21.33 Uhr und jetzt gehen wir zu Kaufland einkaufen. Warum? Wie versprochen, erkläre ich gleich. Aber ich wollte euch das jetzt mal kurz zeigen. Ich bin jetzt gerade beim Schneiden des heutigen Videos und ich wusste gar nicht, wie fotogen ich bin. Die Mama hat Mandeln. Wo hast du die her? Wo hast du die her? Vom Weihnachtsmarkt. Hätte ich von den Mandeln gewusst, wären sie jetzt schon weg. Wir sind jetzt im Kaufland und Kohlrabi ist im Angebot. Ja, dann nehmen wir mal Kohlrabi mit. Schweres Wort, Kohlrabi. Der Grund, warum wir Samstagabend einkaufen gehen, das ist einfach, weil dann Wochenende ist, die Läden schließen und frisches Zeug, damit sie es loskriegen, ist es extrem runtergesetzt. Da spart man sich eine Menge Geld. Das einzige Problem ist natürlich, man muss halt nehmen, was da ist. Also man kann jetzt nicht großartig im Voraus planen, vor allem wenn es jetzt um Gemüse und Obst geht, sondern man muss halt einfach mal spontan entscheiden, okay gut, das machen wir jetzt die Woche.
So, und jetzt machen wir einen Trick. 3, 2, 1. Jetzt ist der Einkaufswagen wieder voll. Dieser ganze Einkaufswagen hat jetzt 53 Euro gekostet. Nur denn, wir sitzen jetzt im Auto, Auto ist eingeräumt, wir fahren jetzt nach Hause und dann wird ausgepackt und dann wird der Abend abgeschlossen. Kind kommt ins Bett und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, schönen Tag, guten Abend, guten Morgen und dann bis zum nächsten Mal.